Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe hier heute Gregs Kalender, also passend zu Gregs Tagebuch, ein Kalender von 2018, den man sich an die Wand hängen kann. Da kann man die Termine eintragen, Geburtstage eintragen. Vielleicht seid ihr noch auf der Suche nach einem Kalender. Das Jahr neigt sich ja langsam dem Ende zu und vielleicht braucht ihr für 2018 einen Kalender und seid vielleicht auch Gregs Tagebuch-Fans. So wie ich. Und dieser Kalender ist von der Marke Baumhaus mit Stickerbögen dabei. Wir schauen uns den natürlich jetzt auch nochmal an. Also es ist ein quadratischer Kalender, den man dann so aufhängen kann. Hier oben ist so ein Loch, da kann man das dann dran aufhängen und dann hängt er so runter. Und hier ist erstmal nochmal eine Übersicht von 2017. Und hier sind einige Bilder von Greg im Winter. Im Frühling, im Sommer und im Herbst. Kann man natürlich auch ausmalen, wenn man möchte. Dann geht es weiter. Januar. Eine komplette Übersicht über den Januar. Und ich bin mal mit der Kamera etwas weiter weggegangen, damit ihr das gut sehen könnt. Also wir haben oben so ein Bild. Da sind Greg und einige Freunde. Und ich glaube, die spielen ein Spiel, vielleicht an der PlayStation oder so. Hier steht auch noch eine Chips-Tüte. Und fieser Furz voraus steht da oben auch noch. Oh oh. Also ja, ein lustiges Bild. Und dann hier unten hat man immer echt viel Platz an den einzelnen Tagen. Und da sind aber auch immer noch coole Bilder mit dabei. Mit so kleinen Comics, verschiedene kleine Szenen, die da dargestellt werden. Und da stehen auch so Tage drauf, zum Beispiel hier. Rückwärtstag. Ich glaube, an dem Tag muss man alles rückwärts machen. Oder Miesepeter-Tag. Ich glaube, das ist ein bisschen erfunden. Ein paar erfundene Tage. Zum Beispiel sehe ich da oben auch Ehrentag des Pinguin. Das war ja der Januar. Dann schlage ich mal weiter. Ah, da haben wir den Februar. Alles ein bisschen farblich anders gestaltet. Aber sonst vom Prinzip ungefähr gleich. Oben ein Bild mit Greg. Figuren und darunter verschiedene kleine Greg-Comics, verschiedene Tage. Also es gibt auch Tage wie zum Beispiel Weiberfastnacht, aber den Regenschirmtag, ob es den wirklich gibt, da bin ich mir nicht ganz sicher. So, dann haben wir hier den März. 5-Sekunden-Regel sehe ich da oben. Ah, da ist was runtergefallen und der springt da schnell da. Ich gehe mal ein bisschen näher ran für euch. Der springt schnell da so hin und will das schnell aufheben. 5 Sekunden, was noch keine 5 Sekunden lang auf dem Boden liegt, kann man noch essen. Die 5-Sekunden-Regel. Dann kommt hier der April. Frühzeitlicher Mensch. Oh, im Zoo. Hier ist ein Löwe und hier ist der frühzeitliche Mensch. Das ist, glaube ich, Greg, wenn ich den richtig erkenne. Und er wird ausgelacht. Und hier wieder jede Menge coole Bilder. Alles immer so in Schwarz-Weiß. Also wer mag, kann das auch schön ausmalen. Dann haben wir schon den Mai. Juni. Aha, und da sind die Sticker. Da ist nämlich ein großer Stickerbogen mit dabei. Mit ganz vielen Greg-Aufklebern. Greg in ganz verschiedenen Stimmungen. Und hier auch noch Gregs Freunde in auch ganz verschiedenen Situationen. Und die kann man natürlich auch immer noch dazukleben im Kalender und kann sich da vielleicht auch die ein oder andere Geschichte ein bisschen erweitern. Wenn zum Beispiel hier Greg Tischtennis spielt, dann könnte man jetzt hier so ein anderes Gesicht draufkleben. Zum Beispiel, wenn er verliert, guckt er vielleicht so. Also da kann man selber noch so ein bisschen aktiv werden. Aber die Sticker sind auch so total schön, da kann man auch irgendwas anderes mit dekorieren, wenn man möchte. Je nachdem. Oder eben im Kalender dann die Stimmung von jedem Tag irgendwie mit den Greg-Stickern dekorieren. Ansonsten ist das eigentlich immer jeden Monat gleich. Das ist ein Foto und da sind dann so Greg-Figuren so reingesetzt worden. Hier haben wir noch den August. Und hier der Clown. Der steht hier und denkt, ich hasse mein Leben. Oh. Dann haben wir hier den September, Oktober, November. Oh, die müssen Blätter einsammeln. Die haben riesengroße Säcke voll und sammeln Blätter. Und schwitzen auch. Und dann kommt hier noch der Dezember.
Da werden Geschenke ausgepackt und hier steht für Money vom Weihnachtsmann, für Money, Money, alle für Money anscheinend. Kein Geschenk für Greg dabei. Ein wirklich cooler und lustiger Kalender, finde ich. Wirkt sehr hochwertig, sehr stabil, kann man sich schön dann aufhängen an die Wand und der kann einen ein ganzes Jahr lang begleiten. Hier können wir nochmal alle Bilder in der Übersicht sehen. Also ziemlich coole und lustige Bilder. Super geeignet für Greg-Fans und auch immer die Übersicht für alle Termine und natürlich, um auch ein bisschen zu lachen über die verschiedenen Tage, die da so aufgelistet sind. Am Rückwärtstag kann man vielleicht auch mal einfach nur rückwärts gehen dann. Also ein toller Kalender. Wenn euch die Vorstellung gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Greg-Fans seid, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Findet ihr Greg cool? Ist euch irgendwie ein Bild besonders aufgefallen, was ihr besonders lustig findet im Kalender? Könnt ihr auch gerne unten alles reinschreiben. Sonst schaut natürlich unsere anderen Videos. Ich habe auch schon mal von Gregs Tagebuch verschiedene Spiele vorgestellt, auch schon ein Experimentierset. Wenn euch das interessiert, da auf jeden Fall gerne reinschauen. Und sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!